dürfte jetzt nicht mehr so groß was passieren. Wieso macht das minus Sauerstoff? Achso, minus Sauerstoff verbraucht. Ist natürlich auch nice. Stellen wir mal eins her. Wassermelone. Okay, verdammtes Fleisch kann ich wegschmeißen. Kürbis. Scheiße, ich brauch, stimmt, ich brauchte ja noch Schwefel, weil ich den Kürbis ja auch noch anbauen wollte, aber ist jetzt gerade nicht möglich. Ich guck noch mal gerade, ob hier nicht irgendwo eine kleine Mine ist, dass ich hier vielleicht Kupfer herkriege. Ich zögere zwar quasi damit so ein bisschen noch die Mission raus, aber wir lernen dadurch noch ein bisschen mehr und was halt auch ein Vorteil ist, ich level schon ein bisschen, was mir dann halt bei den späteren Missionen von Vorteil sein kann. Weil ich nicht erstmal Sachen leveln, extremst leveln muss, dass ich was freischalten kann, sondern dass ich quasi schon die Sachen freigeschaltet habe oder noch Punkte übrig habe. Die Ausdauer ist echt, echt scheiße. Ich glaube, die Ausdauer muss ich wirklich erhöhen. So. 50% Grundausdauer. Hä? Ach, egal, den Rest können wir liegen lassen. Gucken wir mal schnell, ob wir hier eine Höhle haben. Wo ich am Wasserfall nicht glaube, dass hier einer ist. Ne, da ist definitiv keiner. Ich möchte jetzt auch, ich weiß, dass hier ganz am Ende einer ist, wo der erste Punkt ist, aber da will ich ungern jetzt hinrennen. Dann gucke ich lieber auf der anderen Seite nochmal. Vielleicht haben wir ja da Glück. Vielleicht haben wir da Glück. Ich habe doch gerade eigentlich ein... Ach, das Nahrungsmittel habe ich wahrscheinlich jetzt im... in der Küche vergessen. Scheiße. Ich bin das so gewohnt, halt am Anfang, wenn man was herstellt, dass man es dann im Inventar hat, aber auch an der Workbench werden die Sachen ja dann, sag ich mal, in der Workbench gelagert und nicht ins Inventar gelegt. Aber das vergesse ich ab und zu mal gerade. Das, das müsste ja Silizium. Okay. Laufen wir hier so ein bisschen mal. Ja, ich dachte schon gerade, das wäre so eine Art kleine Höhle, aber. Obwohl, hier könnte eine Höhle sein. Zack. Was zum Geier bist du? Was zum Geier bist du? Ich baue mal schnell ein paar Bodenfackeln.
Okay, das Vieh greift mich an. Das war jetzt nicht sehr nett. Das war überhaupt nicht nett. Okay, wir müssen etwas weiter ausbauen. Okay, ich brauche Holz. Weil da war definitiv Kupfer, wenn ich es richtig gesehen habe. Das Problem ist nur das Vieh da drin. Weiß ich nicht, was das ist. Das sah mir nicht nach einem normalen Tier aus. Ich habe auch keine Lust, dass jetzt hier auch noch dann Wölfe und sowas dazu stoßen. Deswegen werden wir jetzt hier mal ein paar kleine Vorbereitungen treffen. Ja, ich wollte schon sagen, da geht's aber wirklich nicht rein. So. Einmal zack und zack. Ich glaube, das sollte reichen. Davon brauchen wir welche. Und hier brauchen wir ein paar von. Und eine Tür. So. Setze ich die Tür dahin. Da mache ich mal ein Fenster hin. Und da eine Wand. Ach scheiße. Ja, ich hatte ja schon eine Tür, aber die brauchen wir ja nachher eh. Für den Shelter. Davon will ich, obwohl die kann ich gleich noch herstellen. Zack, zack, haben wir ja schon mal einen trockenen Ort. So, vielleicht auch nicht gerade das Netteste, dass wir das direkt in der Höhle von jemandem bauen. Von irgendeiner Kreatur, aber ist halt so. Sie hätte uns ja auch einfach nicht angreifen brauchen. Ich wollte ja nur ein bisschen von dem Kupfer. Bisschen Stuff noch sammeln. Also wir kommen irgendwie gerade nicht zum dritten Scanort. Weil immer irgendwas anderes dazwischen kommt. Gut, den Blitzerblätter wollte ich ja schon länger haben. Aber wir hatten halt noch kein Kupfer. Und dadurch, dass da Kupfer, also zumindest sah es aus gerade wie Kupfer,
Ich konnte es aber halt nicht abbauen, weil da direkt das Vieh mich angegriffen hat. Mach mein Inventar schon wieder voll. Scheiß Lilien braucht doch kein Mensch. Kürbis würde ich aufheben. So. Da packen wir jetzt erstmal ein Stack rein. Jetzt überlege ich gerade, macht es Sinn, vielleicht auch noch eine Truhe zu bauen? Theoretisch eigentlich ja. Dann fällen wir noch schnell einen Baum. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht jetzt zu langweilig, aber ich will mich ein bisschen absichern, weil wir halt komplett alleine sind. Ist zwar eine Multiplayer-Lobby in dem Sinne, aber die ist halt komplett gesperrt, sag ich mal. Da kann jetzt keiner einfach so joinen und aus meiner Friendlist hat leider auch aktuell... Okay, der ist einfach in den Boden gepackt. Hat auch leider aktuell keiner das Spiel. Das heißt, mir kann da auch keiner helfen. Und ja. Dadurch haben wir das Problem. Ich werde aber auch irgendwann mal diesen Art Sandbox... oder unendlich Überlebensmodus mal probieren. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Vielleicht erstelle ich dafür sogar einen extra neuen Charakter. Muss ich mal gucken. Ja. Warten wir mal ab. So. Das dürfte reichen an Holz. Okay. So, eine Kiste wollten wir. Achso. Ich bin natürlich überfüllt. Dann schmeiße ich die Sojabohnen weg. Habe ich eigentlich eh mehr als genug von, aber... Gut, so. Okay, leichter Regenschauer ist nicht so schlimm. Dafür muss ich jetzt nicht zum Haus zurückrennen. So. Das. Achso, da habe ich ja schon Fasern drin. Die steht ein bisschen scheiße, ne? Die steht schon echt ein bisschen kacke, das Ding. Bodenfackel. Da steht es ja zumindest nicht ganz so krass im Weg. Okay, ich glaube, ich habe es gekillt. Ach, das ist noch so eins. Oh,
Wow. Okay, die Viecher tun schon ganz schön weh. Ich brauche noch deutlich mehr Fasern. Sind die Knochenpfeile schon mal gar nicht mal schlecht, weil das Vieh, was wir glaube ich gerade angehittet haben, das hatte zwei Pfeile ausgehaltenermaßen down. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Gut, ich glaube, ich habe dem Vieh auch direkt den Kopf geschossen. Aber ich konnte leider auch nicht mal erkennen, was das Ding überhaupt für ein Level hat. Sogar noch eine ein zweites Lagerfeuer, weil die kleinen Fackeln machen leider nicht so krass viel Licht, ist das Problem. Ja, jetzt haben wir glaube ich gleich genügend, um zumindest ein bisschen da drin was anzuzünden. Weil wenn wir noch ein paar mehr Stücke haben, sollte es optimal sein. Wie gesagt, wir werden jetzt sowieso erstmal diese kleine Höhle erkunden noch, bevor wir überhaupt uns Richtung Scan-Gebiet begeben. Weil wir haben jetzt schon wieder in-game 14.40 Uhr und ab 18 Uhr ist es immer stockdüster. Das heißt, macht es eh keinen Sinn mehr. Groß. Ah, okay, mein Inventar ist jetzt voll. Dann macht das eh keinen Sinn mehr, groß noch rumzurennen. Oxygen haben wir ja auch noch ein bisschen was, was wir im Notfall abernten können, zumal wir eh noch die Flasche haben. Das Ding steht auch ein bisschen blöde hier. Warte, ich muss ein paar Sachen ablegen. Natürlich erstmal die Sachen hier hinstellen. So. Weil die steht leider auch ein bisschen mitten im Weg. So. Bodenfackel. Die kann an, dafür kann die erstmal aus. Und die machen wir an. Und da stellen wir eine an. Würde ich da ein Lagerfeuer hinstellen? Ach Gott, ey. Na komm. Wurm oder was ist das? Ich
weiß nicht, ob das ein Wurm sein soll, vielleicht sogar. Eine Bodenfackel brauche ich noch eine. So. Platinerz. Okay, das ist viel zu hart. Das können wir noch nicht abmachen. Eisenerz. Habe ich jetzt den ganzen Scheiß umsonst gemacht hier? Eisen. 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 Na, das können wir, glaube ich, erstmal ausmachen. Das können wir auch ausmachen. Die lasse ich einfach mal an. Ja gut, ein bisschen Eisenerz kann ich mal mitnehmen. Aber dieses Platinerz ist einfach viel zu hart gewesen. Das konnte ich gar nicht abbauen. Ich hoffe, dass ich das Vieh jetzt auch komplett gekillt habe. Dass das hier drin nicht mehr spawnt. So eine Höhle wäre natürlich als Haus auch sehr nice. Eisenerz. Aber hier ist kein Kupfer, ne? Fackel nehme ich nämlich mit. Aber ist wirklich nur dieses Platin und das Eisenerz, ne? Ist kein Kupfer und die Höhle endet da auch. Schade. Sehr, sehr schade. Wir denn hier jetzt im Untergrund minus 50% Gesundheitsregeneration, minus 25% Wasserverbrauch, minus 33% maximale Ausdauer und hier Gesundheitsregeneration, minus maximale Ausdauer, gewonnene Erfahrung. Okay, also hier drin kriegt man auch weniger Erfahrung. Okay, interessant. So. Ich glaube, ich werde hier den Kamm mal entlang rennen. In der Hoffnung. Ja, ich werde aber ein paar Sachen erstmal hier reinschmeißen. In der Hoffnung hier. Wie heißt es? Ein bisschen noch was an Sachen zu finden, die wir brauchen. So, das ist ein Stick. Das Ding hier ist gerade alles durcheinander hier. Das ist voll. Ja gut, da hinten ist nichts mehr. Die Kiste ist halt auch schon fast voll. Packen wir hier mal ein bisschen was von dem Stuff rein. Das können wir aufessen. Das schmeiße ich weg. So, die Wände nehme ich noch mit, falls wir schnell uns irgendwo was hinstellen müssen. So. Ja, so sollte es funktionieren. Wie gesagt, lang werden wir hier eh nicht rumlaufen können, weil es gleich Nacht wird. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal eine Höhle entdeckt, wo was drin zu finden ist. Eisen und Platin. Die Frage ist jetzt, wo finden wir Kupfer? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage.
wäre schön, wenn wir das halt noch, sag ich mal, schaffen würden, dass wir uns diesen Blitzableiter bauen können. Ein Hase. Ach, wir haben immer noch diesen Debuff. Ach du Scheiße, der geht ja richtig lange. Okay, dann sollte man vielleicht doch nicht in einer Höhle sein Haus bauen. Weil der Debuff ist schon echt heftig. Der ist richtig heftig. Noch über 300 Sekunden. Silizium, Schwefel, Oxid. Müsste auch wieder normaler Stein, Silizium und Oxid. Ich denke mal, Kupfer müsste ja so ein bisschen rötlich sein. Oh, das sieht mir wieder nach einer Höhle aus. Jetzt wieder so ein Vieh. Okay, nicht nur eins. Ach Gott, ey. Ich brauche doch nur ein ganz kleines bisschen Kupfer. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es das Kupfer nur in Minen gibt. Oder ob man das auch draußen finden kann. Oh, scheiße, meine Wasserflasche ist leer. Das heißt, ich muss eigentlich zum See rennen. Weil ich kann hier ja nirgendwo jetzt mein Wasser auffüllen. Problem ist halt gerade wirklich die Ausdauer. Dass die durch die Höhlen so krass runtergesetzt. Finde ich aber allerdings auch ein bisschen kacke. Weil ich war da ja jetzt wirklich nicht lange drin. Ich war mehr draußen am Arbeiten, am Abernten, um da, sag ich mal, den Eingang zuzumachen, als wie, dass ich groß in der Höhle unterwegs war. Dafür finde ich schon krass, dass der Debuff so lange ist. Und halt auch so heftig. Okay, der müsste irgendwo da oben sein, der Shelter. Aber erstmal muss ich was trinken. Ja, da oben müsste der Shelter sein. Ich dachte, wir könnten das Ding one-shotten. Ja, jetzt treibe ich es eh nicht mehr. So. Bleibt aber noch eine gewisse Zeit in der Nähe. Das war jetzt aber ein anderes Reh da oben. Oder? Ich glaube, das war das, was wir eben schon angehittet hatten. Weil so schnell wie das jetzt down war, habe ich deine Mami getötet. Tut mir leid.
Zack. Und noch ein bisschen Knochen. So, dann gehen wir mal in den Shelter rein. Das ist echt nervig mit dem mit der Ausdauer gerade. Aber gut, dass wir hier oben überhaupt einen Shelter gebaut haben. Der zwar fast schon auseinanderfällt quasi. Das ist nicht von den Bären, weil ich hab's ja noch repariert. Ist halt dämlich, dass durch so ein bisschen Sturm die Dinger so weit auseinanderfallen. Also finde ich ein bisschen schwierig. So. Rohes Fleisch. So, zack. Und anschalten. Können wir wenigstens ein bisschen was zu essen noch mehr herstellen. Wasser haben wir jetzt wenigstens auch aufgefüllt, das ist gut. So, Kampf. Den Speer nutze ich gar nicht. Das klingt gut. Cheaper. Cheaper ist immer gut. Wie, hier hatte ich nur einen Punkt? So. Feuerstein. Da brauche ich Eisenerz für. Eine Laterne. Braucht man Glas, Seil und Eisenbahn. Ich weiß noch nicht mal, wie man Glas herstellt. Herstellen. Okay. Naja, da warten wir noch ein bisschen. Aber ich könnte vielleicht, wie gesagt, noch ein paar Pfeile herstellen. Ja, so viel Knochen haben wir gar nicht gekriegt gerade. Okay, ich dachte, das wären mehr gewesen. Da habe ich mehr verschossen, als wie was ich rausgekriegt habe. Super. Naja, egal. So. Ja, jetzt müssen wir ja leider, wie gesagt, ein bisschen abwarten. Habe ich mir jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben noch nicht mal die Hälfte vom Weg bis zum Platz fertig. Ich überlege gerade, macht es Sinn? Ja, komm, wir machen das einfach mal. Ich werde das Ding gleich einfach ein bisschen größer bauen. Vom dritten. Damit wir halt, sag ich mal, da die Möglichkeit haben, eventuell zwei Türen einzubauen, dass die Viecher, je nachdem was da kommt, uns nicht komplett überraschen können. Zack. So, haben wir das auch schon mal ein bisschen aufgefüllt wieder alles. Okay, da brauche ich Fasern für. Ich brauche auch noch Holz. Ich kann ja noch mal kurz raus ein bisschen sammeln. Das ist ja gerade Gott sei Dank nicht groß, was in der Nähe. Kann ich zumindest schon mal ein bisschen Fasern und Sticks und sowas sammeln.
irgendwelche Tiere, ich weiß aber nicht welche. Fasern haben wir, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen an Vorrat da. Aber wir könnten ein bisschen was von dem Kürbis herstellen, bevor er abläuft. Gegrillter Kürbis. Plus 75 maximal Ausdauer, plus 5 Widerstand gegen Aussetzung. Klingt doch gar nicht mal so schlecht. Später macht jetzt 22. Ist die Tür so kaputt? Krass. Hab ich gar nicht gesehen, dass die Tür so kaputt war. Die Bären haben teilweise halt auch überall vorgehauen. Sieht's aus. Ach, ein Kürbis muss noch. Gut, da haben wir die Kürbisse schon mal fertig. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kürbis, das ist nicht verkehrt. Wasser haben wir auch noch ein bisschen, werden wir aber nachher auch noch mal auffüllen, bevor wir losgehen. Sauerstoff haben wir auch genug da. In der Höhle. Die müsste ja hier. Die ist gar nicht mal so weit weg von unserer Base. Die Höhle. Oder war das da hinten? Boah, ich weiß selber nicht mehr, wo es war. Aber ist eigentlich auch nicht so dramatisch. Können wir ja gleich nochmal alles ablaufen. Okay, ich dachte, ich hätte gerade einen Wolf gehört. Ich werde jetzt den Baum hier fällen. In der Hoffnung, dass jetzt kein Wolf kommt. So. Ist zwar echt stockdüster gerade. Das Gute ist, dass halt das Haus nicht weit weg ist. Da kann ich da wirklich ganz schnell reinrennen. So. Aber wenigstens wieder ein bisschen eingesammelt. Wir haben jetzt 8 Böden. Wir brauchen davon noch ein paar. Wie
Vielleicht mache ich sogar diesmal ein Dach. So, davon brauchen wir welche noch. Ja, vorsichtshalber noch ein paar mehr. Im Notfall können wir die noch beim eigenen Haus verwerten. Okay, eins können wir noch herstellen. So. Ja, das sollte hoffentlich reichen. Für eine Tür reicht es auch noch eine zweite. Sehr schön. Das ist gut. Dann stellen wir auch noch ein paar Verbände her. Ich glaube, dann sind wir zum Großteil ausgestattet. Jetzt müssen wir wirklich nur noch auf die Helligkeit warten. Und dann rennen wir zum See, trinken ein bisschen und dann gehen wir weiter. Vor allem, ich frage mich echt, wie viele verschiedene Biome es gibt, weil ich habe schon gesehen, es gibt auch so eine Art Wüste. Ich frage mich auch, ich glaube, Schneebiom gibt es auch. Aber da ist halt die Frage, gibt es auch noch sowas wie einen richtigen Dschungel? Gibt es, weiß ich nicht, Vulkanlandschaften oder sowas? Das wäre sehr cool. Das wäre definitiv cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritik habe ich schon mal gehört, dass die Map zwar per Hand gezeichnet ist, aber die Leute meckern teilweise, dass die Wege zu sehr, sag ich mal, eingeschränkt sind. Dass durch die Berge und so halt, sag ich mal, nur ein bestimmter Pfad vorgegeben ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt zumindest im Moment nicht so dramatisch, weil daran kann man sich ganz gut orientieren, wo man denn jetzt ist, beziehungsweise wo man dann eventuell ein Lager bauen kann oder wo es Sinn macht, vielleicht eine Mine zu bauen oder so. Und ich sag mal, es führt einen ja dann auch zu den Missionen hin, dieser jeweilige Pass. Deswegen, aktuell, ich find's nicht schlimm. Vielleicht wird sich's irgendwann auch dann bei mir die Meinung ändern. Aber aktuell, muss ich sagen, kann das ruhig so bleiben. Es ist immer noch ganz schön dunkel und mein Feuer ist ausgegangen. Das. Ich habe da ein Tier gesehen. Komm, ich fackel den Baum hier an. Warum fängst du nicht an zu brennen? Wie weit muss ich das denn da in dich reinstecken? Brenn, Bäumchen, brenn! Wieso geht der denn immer wieder aus? Fackel ich halt den hier mal an. Die wollen die Bäume gerade nicht brennen. Komplett alles abfackeln will ich jetzt auch nicht.
Aber in dem Gebiet hier muss ich ganz ehrlich sagen, da wächst jetzt nicht so krasses Zeug, dass ich sage, das brauche ich jetzt noch während der Mission. Da kann ich ruhig ein paar Sträucher abfackeln. Solange es, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen bleibt, das Feuer, ist eigentlich auch noch alles in Ordnung. Es fackelt halt in die Richtung ab. Das ist aber gar nicht so schlimm. Im Falle eines Falles kann ich auch noch ein paar Bäume löschen. Die komischen Lilien, die brauche ich nicht, die können ruhig abfackeln. So. War das Feuer nämlich quasi in eine gewisse Richtung gelenkt. Bald ist es auch hell, das ist auch sehr nice. Das heißt nämlich, dass ich bald losrennen kann. Ich mache wirklich extra die Sträucher jetzt an den Stellen weg, damit das halt nicht über, sag ich mal, übergreift auf hier, wo ich den Shelter zum Beispiel aktuell stehen habe. Sojabohnen brauche ich wirklich aktuell keine. Das kann ich auch erstmal ausmachen. Ich muss aber bald eine neue Fackel herstellen. Habe ich jetzt eine Lilie aufgehoben? Weg damit. Scheiß braucht kein Mensch. Hefe lasse ich erstmal stehen. Die fackelt ja Gott sei Dank irgendwie nicht ab. Warum immer? Weil das Schöne ist, wenn nämlich jetzt Tiere kommen, aus der Richtung kann ich die besser sehen. Das macht es nämlich echt ein bisschen einfacher. So, schmeißen wir da noch ein bisschen rein. Ja, gleich ist es hell genug, dass wir los können. Pfeile ist jetzt auch nicht so schlecht. Sauerstoff haben wir auch noch eine halbe Flasche voll und wir haben noch zweimal Erz. Einmal ein 50er und einmal ein 22er. So. Feldanzug.
Oder ist das der Anzug an sich? Ach, keine Ahnung. Wo hab ich denn? Da braucht man nur Fasern und Stücke für. Da komm, ich baue eine neue. Können wir die zerstören? Aber zumindest ist wieder eine frische Fackel. Ich glaube, jetzt können wir aber so langsam los. Gehen wir nämlich erstmal zum Wasser runter, füllen unseren Vorrat auf. Weil die Flasche hat ja doch ein bisschen wenig Inhalt mittlerweile. Sehr schön, die ist voll. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir müssen genau Richtung dem Planeten. Für den Scan. Sehe ich aber kaum noch den Planeten. Ich fackel hier noch ein bisschen rum. Ja, wieso kann ich die Sträucher nicht anzünden? Allerdings die Möhren nehme ich schon noch mit. Kann ich hier nämlich ein bisschen die Wölfe und alles wegscheuchen. Hoffe ich zumindest, dass das klappt. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein Brandstifter werde. War wohl ein bisschen warm gerade. Will irgendwie nicht brennen. Hauptsache, wir fackeln ja erstmal den halben Wald ab. Burn, baby, burn. Das Feuer breitet sich gerade nicht so krass aus. Also da hat sich das, wenn der Blitz eingeschlagen ist, deutlich krasser ausgebreitet irgendwie. Oh scheiße, hier ist ja noch ein riesen Feld. Fasern müssen weg. Mais wäre schon gut, wenn wir den noch behalten. Und vielleicht auch die Kürbisse. Ich frage mich auch, ob die Sachen mittlerweile in der Bude gewachsen sind. Halt ein bisschen schade, dass man von dem Mais nicht so viel tragen kann. Ich glaube, der Wolf verbrennt gerade.
jetzt gar nicht mal so schlimm. So. In diese Richtung. Ein bisschen anzünden. So, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, die Fackel brauchen wir auch jetzt nicht mehr. Steine und Oxid nehme ich sehr gerne immer noch mit. Wie sieht es denn mit dem Rest aus? Reparieren. Ja. Das sieht doch sonst ganz gut aus. Ein bisschen Oxid können wir auf jeden Fall so mitnehmen. Okay, wir müssen anscheinend wirklich hier die Bergeskette entlang. Vielleicht gucke ich mal, dass ich hier hochgehe. Und hier am Berg wirklich komplett entlang laufe. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier wirklich nochmal Kupfer irgendwann mal. Mais kann ich ja im Notfall essen. Aber wenn wir zumindest ein bisschen was an Kupfer hätten, dann könnte man nämlich endlich unseren scheiß Blitzableiter bauen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie der genau funktioniert. Sturm zieht auf, ja. Gut, mein Unterschlupf, da bin ich jetzt viel zu weit weg, um dahin zu rennen. Beziehungsweise mich darum zu kümmern. Das ist noch Sauerstoff. Großer Hirsch, den lassen wir in Ruhe. Obwohl, hier geht es nur bergab. Das heißt, wenn, dann muss ich dort hinten irgendwo lang oder hier versuchen, den Berg dann hochzukraxeln. Da ist wieder ein Wolf. Ja, vielleicht klappt das ja auch, wenn wir den Berg einfach dann hochrennen. So minimal klettern geht ja schon. Es wäre gut, wenn hier noch nachher ein See in der Nähe ist oder sonst was. Schwefel, Silizium, Oxid, Kohlerz. Kohlerz brauche ich nicht. Kohlerz brauche ich nicht. Ah, so weit weg sind wir gar nicht mehr. Ah, hier wird es ganz schön hell. Einen Höhleneingang habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Oder zumindest eine Stelle, wo man sich durchschauen kann. Wie bei der ersten Stelle, wo wir bisher überhaupt gescannt hatten. Jetzt nicht die erste Stelle, in dem wo wir jetzt gerade in der Nähe die Bären hatten, sondern wo wirklich die Pumas waren. Okay, bin ich gerade irgendwie an der Kante hängen geblieben. Großer Hirsch.